Ja, und damit sage ich wieder Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Force of Nature. Wir haben es ja beim letzten Mal geschafft, uns das nächste Stück zu besorgen. Momentchen. Ich muss hier mal kurz den Besuch maßregeln. Da ist noch einer übermütig. Offensichtlich noch nicht großartig was angerichtet. Was wollte ich sagen? Genau, wir haben es ja geschafft, uns das Force of Nature Stück anzueignen. Und damit sind wir dem nächsten Level schon wieder ein Stückchen näher. Wobei ich persönlich ja die Befürchtung habe, dass wir durchaus noch das ein oder andere brauchen, bevor wir so weit sind. Jetzt räume ich hier erst einmal kurz den Kram weg. Also auf jeden Fall müsste ich mal die Vorräte wieder aufstocken. Dazu brauchen wir dann jede Menge Eier. Könnte ich eigentlich jetzt gleich mal schon mal wieder zwei in Auftrag geben, solange ich hier noch rumstehe. Den Hahn können wir auch gleich mal wieder füttern, weil ich glaube, unsere Pfeile werden auch nicht mehr ewig halten. So, dann schauen wir mal. Also, wir brauchen noch eine magische Kiste. Jetzt einfach mal da hinstellen, dann ist die Aufgabe fürs erste Mal erledigt. Dann müssen wir eigentlich nur noch in Anführungszeichen den neuen Level. Okay, und dafür braucht man 15 Diamantsplitter. Und wir haben 8 Diamantsplitter und aus 5 könnten wir jeweils noch einen anderen machen. Dann hätten wir hier 10, 12, 13, selbst wenn wir 15 hätten, hätten wir erst 11. Okay. Dann sortieren wir uns jetzt hier erst einmal um. Haben wir denn hier alles für Münze? Kohle schmeißen wir hier hin, Asche schmeißen wir da hin. Gehen wir wieder nur in Auftrag. Das erste.
So, gleich mal wieder noch die Hühner schauen. Ich brauche auf jeden Fall Eier, Äpfel, alles Mögliche. Wäre eigentlich schon. Eine grobe Ahnung haben wir schon. Meine Güte, die sind jetzt aber ganz schön lästig momentan. Die Fremder. So ja nicht. Muss hier mal ganz kurz die Umgebung abgrasen. Die werden wir hier ein bisschen zu übermütig. Kurz meinen beidhändigen Smash demonstrieren. Hoppala. Kann ja hier nicht angehen, dass ich hier da meine Feldzüge plane und mir die Burschen hier ständig die Mauer demolieren. Wahrscheinlich den Bären nehmen wir doch auch gleich mit. Das gibt Fleischpastete. Vielleicht fällt mir auch unterwegs wieder ein, wo die Apfelbäume waren. Irgendwo hier in der Ecke, glaube ich, war nämlich noch eine ganze Reihe Apfelbäume. Das sind Birken, das ist ganz was anderes. Habe ich die tatsächlich schon alle abgegrast? Ah, nee, da ist es doch. Genau die habe ich gesucht. Dann nehme ich die neuen Apfelkuchen machen. Ja, das lohnt sich jetzt nicht, da die guten Pfeile zu verschwinden. Ah ne, da sind noch Äpfelchen. So. Sollten wir erst einmal wieder eine Weile weiterkommen, denke ich.
auch noch was. Schaut's im Inventar aus, na, ist schon noch Platz. Die nehmen wir noch mit, sofern es die Ausdauer hergibt. Da von hinten anschleichen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, für alle wird es jetzt nicht mehr reichen. Vielleicht sollten wir uns zum Farmen auch noch den ein oder anderen Pot Kaffee machen. Jedenfalls weiß ich jetzt so ungefähr, wo wir noch Äpfel haben. Da steht unser Kamerad rum. Hoppala. Das heißt, so ganz falsch können wir da nicht sein. Schön, dass der hier so gemütlich am Strand rumlungert. So, dann schauen wir mal, dass wir das ganze Zeug jetzt hier erst einmal wieder eintüten. Da ist unsere Kiste mit den Fressalien. Kommt das Fleisch rein, da kommen die Äpfel rein. So, dann haben wir hier noch Pilz, den haben wir jetzt einfach einmal da rein, weil er gerade so im Weg ist. Da kommt der Zapfen dazu. Ich weiß gar nicht, ob man den hier einfach mal einpacken. Können zwar nicht verloren gehen, aber die brauchen dann ja bloß wieder Platz. So, den packen wir drüber. Klamotten packen wir da drauf. Die Münzen packen wir da rein. So, und bevor wir dann jetzt hier überhaupt irgendwas... Im Moment, das packen wir noch weg. Dann haben wir... Ja, ist es denn möglich? Die Pizza und der Kleine steht da hinten und schaut. Ich fasse es nicht.
So. So werde ich nie fertig. Achso, na halt, ich kann ja jetzt. Ich kann noch nicht die Hühner füttern, weil. Dazu müssen wir jetzt erst einmal nochmal nachbauen beim Weizen. Dachte ich, hätte hier schon so schön alles aufgeräumt, aber irgendwie. So, jetzt tun wir erstmal alles in der Nähe ernten und dann erstmal alles in der Nähe nehmen. So. Dann pflanzen wir den Weizen hier ein. Weizen ein. Achso, aber ich habe eigentlich genug Samen, gell? Wurscht, eine Runde geht noch. Aber wir müssen uns noch keine Sorgen machen, dass uns gleich beim Hühnerfüttern alles ausgeht. Von dem her. Was haben wir mit? Den Stein schmeißen wir da hin. Jetzt haben wir mal, bis das fertig ist. Bauen. Unser Ei ist dann soweit fertig, dass wir wieder nachfüttern können. Erst einmal weiter. Natürlich waren die ersten gleich abhauen, das war so klar. Dann stellen wir das doch gleich wieder zu. Ja,
Zeit, ich muss jetzt noch meine Dauerungsreproduziererei hier. Ich würde sagen, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann müssen wir auch noch ein bisschen kochen. Und das ein oder andere brauchen wir auch so noch. Aber wie gesagt, da schauen wir beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich erstmal wie immer danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao, ciao.